Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Barracuda. Ich habe jetzt vor, das Haus möglichst fertig zu bauen und generell heute etwas entspannter zu sein. Ich habe aber etwas Sorge, dass mich wieder die Geister begegnen. Zumindest hatte ich hier drin jetzt nicht direkt wieder einen bösen Gruß. Dann sollte ich als erstes rausgehen. Ich gucke erstmal nach, ob Tag oder Nacht ist. Ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und ich hoffe, heute werden meine Nerven geschont. Es ist Nacht. Nun gut. Ich werde einfach heute nicht beachten, falls die Geister wieder irgendwelche Sachen machen. Hier ist Puls. Tag. Tag. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Danke sehr. Sehr schön, mir auch. Also ich versuche jetzt immer, wenn ich die Bösen, also aus meiner Sicht Bösen, sehe, einfach freundlich zu sein. Dann nehme ich ein paar meiner Bäume hier mit und fange vielleicht an, einen Keller zu bauen. Ich klaue mir da drüben etwas Zuckerrohr. So, hier erstmal Holz. Und da ich ja jetzt hier dieser kurzen Begegnung nur Toe vertraue, mache ich hier erstmal die Barrikade weg, die gar nicht sicher ist. Aber es zeigt ja dann hoffentlich auch Vertrauen. Holz. Ich und mein Holz. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Ah ja. Noch einen nach oben. So, so, so. Schön. Also, ich benötige Falltüren, aber in der Eichenholzversion. Ich überlege auch, ob ich in meinem Haus das Ganze mehrere Räume glieder. Hätte den Vorteil, dass ich halt einfach mehrere Räume habe. Der Nachteil ist, wenn ich wieder von irgendwelchen Irren gejagt werde, kann ich mich nicht so frei darin bewegen. Und besser gesagt, wenn ich da reingehe und denke, da ist jemand drin, ist es schwerer zu kontrollieren, ob da denn Leute sind oder nicht. Falltüren. Und Knöpfe. Das ist ganz wichtig. Für meinen Baustil. Für meinen super Baustil. So. Jetzt erstmal so. Und ich würde sagen, kommt da oben noch eine rein? Ich mach's einfach mal. Nein. So. Sieht doch ganz schön aus. Also ich will immer noch, dass der Galgen hier wegkommt. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich sollte mal wirklich untersuchen, was da drunter ist. Obwohl, ich glaube, das hat ja was mit dem Herrn Waffel zu tun. Und ich möchte mich dann eigentlich nicht mehr mit den Untoten anlegen. Ohne, dass es jetzt wirklich einen Grund hat. Außer die Beweise. Besser nicht die Beweise, sondern die Spuren führen mich zu den Untoten. Aber dem Proof muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ob ich da irgendwie das gegen meine Zielperson nutzen kann. Mist sagt, ob ich das vielleicht auch nutzen kann, um mich das nächste Mal, falls sie irgendwas machen, mich vor den Geistern oder Untoten zu schützen. So. Das ist nicht schön. Ich muss es einmal so machen.
damit es gleichmäßig ist. Ich mache jetzt hier einfach mal die Schilder ab. Die wissen ja jetzt mittlerweile, was ich von ihnen halte. Genau, nur das Schlechteste. Und es ist wieder Nacht. Mal sehen, ob mir dann wieder der untote Notu begegnet. Oder ob Herr Waffel dann nochmal Lust hat, hier die untote Waffel zu sein. Zombie-Waffeln. Der neue Thriller. Der beste Thriller im Jahr 2020. Zombie-Waffeln. Jetzt im Kino. An sich soweit von außen. Simpel gestaltet, aber fertig. So. Dann könnte ich drin etwas machen, aber ich möchte demnächst vielleicht mal einen Keller machen. Balkon, Sand, Glas. Okay. Wer ist denn hier gestorben? Herr Hummel? Herr Hummel ist gestorben, wer ist denn Herr Hummel? Wer war das? Fragezeichen. Das war ein Versehen. Das ist mein Sohn. Mein Grundstück. Ha! Habe ich mich erschreckt. Ich vergesse das mal. Bitte kein Schmutz auf meinem Grundstück. Sind die weg? Hallo? Danke. Und dann lassen die einfach den Schmutz hier liegen, ne? Hallo? Ich verpasse euch gleich eine. Ah, was wollte ich jetzt machen? Sand. Ich wollte mir auch mal ein neues Boot machen, denn dann kann ich mich wieder besser fortbewegen und ich kann wieder besser fliehen. So, jetzt ist die Frage, wie craftet man ein Boot? So einfach? Ich dachte, man braucht dafür Schaufeln. Nun gut. Flucht! So. Da ist noch die untergegangene Yacht. Da drüben ist doch Sand. Zumindest ist hier Sand irgendwo. Hier bediene ich mich. Obwohl ich sollte vielleicht in die Farmwelt gehen. Ich will hier nicht alles kaputt machen. Wenn es in der Farmwelt nicht klappt, hallo, dann gehe ich nochmal anderswo hin. Sand. Hi. Ich frage sie wirklich, was ich da mache. Mein Knopf. Haha. Oh, danke. Danke. Danke für die Geschenke. Was macht ihr da? Kennen wir uns bereits, die Herren? Ich bin Crafter. Chris. Crafter. Und sie sind ja, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Juan Pablo Redford. Und wie darf ich die beiden ansprechen? Nennen Sie mich einfach Chris.
er jetzt nochmal Yuan. Er geht einfach wie unhöflich. Auf Wiedersehen. Jetzt kriegt jeder einen Knopf geschenkt. Naja, nicht so schlimm. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ja. Der Knopf ist ein Geschenk. Wir, die werfen den hinterher. Danke. Die halten mich auf für irre. Ich hatte nichts anderes dabei. Ich gebe gern ein Geschenk. Ist das Captain... Captain... Guten Abend. Hi. Hallo? Sie haben doch gesehen, wie Herr Notor gestürzt ist. Wann? Gerade eben. Nein. Mit welchem Rentor rede ich gerade? Ich hoffe, es wird so geschrieben. Oder ich habe seinen Namen komplett vergessen. Sie wollen bestimmt nicht stürzen. Vielleicht liegt ja aus Versehen ein Schwert im Weg. Ach nee. Tschüss. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. So. In die Bude. In die gute Bude. Ich dachte ja ein nettes kleines Gespräch, aber nein. Gleich war alles Blut und Gedärme. So, dann soll ich auch überlegen. Ein zweites Stockwerk. Baue ich die Decke dann aus Stein, nicht aus Holz, oder? Aus Fichten. Wie kam er hier rein? Was wollte der Captain von mir? Wo ist der Captain? Er hat wahrscheinlich wieder eine seiner Persönlichkeitsstörungen. Aber ich muss herausfinden, wie er ins Haus gekommen ist. Hat er sich einfach reingebaut, aber ich habe keine Spur davon gesehen. Ich gucke sonst in seinem geheimen Geheimversteck nach, das nicht mehr geheim ist. Wo der Eingang verschwunden ist. Okay. So, dann einmal hier untersuchen. Ist hier irgendwo ein Eingang? Nein. Ist hier irgendwo ein Loch? Nein. Ist er vielleicht mit einer Enderperle reingekommen? Unwahrscheinlich. So, dann habe ich jetzt erstmal hier Glas. Und dann mache ich mir hier ein bisschen Glas hin. Aber ich wollte eigentlich jetzt auch mit einem zweiten Stockwerk anfangen. Die Frage ist, auf welcher Höhe? Auf der hier, ne? Ja. So, passt es erstmal so? Ja, vorübergehend. Dann komme ich hier hoch und dann kommt hier ein Fenster hin. Holz. So. Erst einmal komplett unsynchron, symmetrisch. Ich brauche mehr Glas. Ich guck mal wieder draußen nach, was los ist.
Hier sind ja wieder nur Irre unterwegs. Nun gut, ich wollte ja dann auch demnächst einen Keller bauen. Nun gut, ich hole mir jetzt erstmal wieder ein bisschen Holz. So, Glas. Dann wird es hier ein bisschen schöner. So. Und dann vielleicht. So. Hier in der Werkbank rein. Eine Stufe. Hier so, und dann kann ich hier besser sehen, was da so los ist. Das ist schon dann ganz nice. So, dann habe ich hier erstmal meinen Spot zum Überwachen. Auf der Seite würde ich tatsächlich gern einen Balkon bauen. Fackel. Also, so. Stufe. Ist das denn die Mitte? Eins. Jetzt muss ich nachdenken. Kann ich denn überhaupt denken? Aber das konnte ich doch nie denken. Ich muss mich an der einzigen korrekten Seite orientieren und das ist die Seite, die von mir gebaut wurde. Hier ist die Mitte. Ja, okay. Dann muss ich das hier nochmal woanders hinbauen. So. Und dann wäre da die Tür. So. Eine Werkbank hier oben. Erstmal. So. Verschönern kann ich es ja dann nachher nochmal. Jetzt geht es erstmal grob darum, dass ich hier rausgehen könnte und dann mal gucken kann, ist denn hier ein Bösewicht? Nee, das ist mir schon zu viel. Es soll kein großer Balkon sein. Zaun. So. Und ja, passt. Und dann einfach hier einmal rum. Dann ist das jetzt hier mein sicherer Balkon. Und hier kommt da ein Fenster hin auf die Seite. Ich habe den Balkon, da brauche ich kein Fenster. Ja, das sieht doch lecker aus. Das ist so lecker. Das ist doch wirklich lecker. Schön. Das, ich wollte mir auch mal einen Briefkasten zulegen. Dann werde ich das jetzt tun. Ich tue es. Ich tue es. Also, Fass. Ich mag das ja ganz gern mit einem Fass. So, kann ich sogar craften. Nice. Habe ich noch einen Zaun? Sollte mir dann irgendwann mal, falls ich mehr Eisen habe, mit Trichtern ein System machen, dass dann in mein Haus die Sachen automatisch in eine gesicherte Truhe transportiert werden. Aber erstmal, damit ich überhaupt Post bekommen kann. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Crafter.